Ein Blick auf die Trends von morgen. Das konnten die Fachbesucher in der Brandbox Salzburg vom 20. bis 22. Februar auf Österreichs größter Sportartikelmesse der ÖSFA machen. Passend zu den Olympischen Spielen standen auch in diesem Jahr wieder die wichtigsten Neuerungen im Fokus. Wir haben einen relativ guten Mix eigentlich. Der geht von den Accessoires, von den Hauben, Stirnbändern, zum Beispiel auch neu von Luma Enlight mit Licht direkt integriert, bis hin über die normalen Ski, auch in den verschiedensten Varianten. Das heißt von den Powder-Skiern bis hin zu den Racing-Skiern, eigentlich alles querbeet dabei, bis hin auch zu den Ski-Service-Maschinen und natürlich den Textilien, die sich in jeder Art und Weise von der Funktionsunterwäsche hin bis komplett über den Midlayer bis zur Daunenjacke wieder alles dabei ist und präsentiert wird. Mit auf der Messe auch der Bekleidungsausstatter der österreichischen Olympiamannschaft von Pyeongchang, die französische Bergsport- und Automarke Mie. Für den Vertriebsverantwortlichen für Österreich, Franz Riegler, schlägt sich die Kooperation mit dem IOC auch auf der ÖSFA zu Buche. Es wird sehr, sehr stark wahrgenommen. Natürlich die Medienpräsenz aller Athleten, alles, was rundherum über die Olympischen Spiele abgeht und speziell die Leistung von Marcel, wo jeder Österreicher eigentlich Bescheid weiß, was er gewonnen hat, hilft uns extrem stark, dass jetzt die Händler, auch Endverbraucher zu uns kommen und sagen, ja, Millet ist eine Marke, hatte ich in der Vergangenheit nicht gekannt. Und jetzt kann ich sehen, dass die Athleten mit einer tollen Skibekleidung ausgestattet sind. Neben den Racecovern erfreuen sich sogenannte Powder- oder Freeride-Skier immer größerer Beliebtheit. Ihr Einsatzgebiet, der Tiefschnee. Mit weniger Taillierung als der Renncover lässt die Powderlatte das Surf-Feeling so richtig aufkommen. Nebenaspekt, man fährt Ski, die nicht jeder hat. Seit 10 Jahren gibt es auch die breiteren Ski. Das ist das, was immer mehr in den Fokus von der Skiindustrie rückt. Das heißt, jede Skifirma stellt sich da im Moment sehr, sehr gut auf. Die breiten Ski haben einfach deutlich mehr Auftrieb im Powder, im Tiefschnee. Das heißt, wir haben aber genauso auch schmälere Ski, die für die Piste gemacht sind, die in dieses All-Mountain-Segment fallen, das im Moment extrem, extrem viel Bewegung hat. Leichter Schuh mit. Neben einem umfassenden Alpin-Angebot kommen auch die Winterausdauersportler nicht zu kurz. So wird ein Winterlaufschuh präsentiert, der mit Spikes einen sicheren Halt im Gelände gibt. Mit der Einführung eines Lehrlingstages entwickelt sich die ÖSFA von einer reinen Ordermesse auch hin zu einer Informationsmesse. Es sind 175 Lehrlinge gewesen, die vor 2 Tagen bei uns gewesen sind. Und das freut mich persönlich sehr, dass sich die ÖSFA von einer reinen Ordermesse hin zu einer Infomesse entwickelt, wo die Lehrlinge, und die sind so wichtig für den Sportartikelhandel, das sind die Berater der Zukunft, das sind die, die den Endverbraucher eigentlich überzeugen und beraten, dass er das richtige Material auf den Beinen oder am Körper hat. Und die informieren sich da über die Neuheiten, die im nächsten Winter trendy sind, die angesagt sind. Ob Outdoor-Bekleidung oder Powder-Ski, der nächste Winter hält auf jeden Fall einiges bereit.